Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Xenoblade Chronicles. Ich bin es, euer MC Muffix. Wir sind hier gerade im Sumpf. Und im Sumpf gibt es immer schöne Sachen, zum Beispiel irgendwelche wabernden blauen Schwaben. So stelle ich mir das schön vor. Ja, beim letzten Mal haben wir jetzt hier so einen Plan hier ausgetüftelt, Leute, was jetzt wir so als nächstes machen werden. Wir müssen an den Kopf vom Bionis hin und dort an das... den Gefängnisturm hinkommen. Denn unser Schurk hat ja eine Vision davon. Und schauen wir mal, ob sich da irgendwas bewahrheiten wird. Und wir finden hier Wollstein. Ist das nicht schön? Hier ist ein Lager unserer lieben netten Freunds, der von der Noppon AG. Und ich würde sagen, wir schauen mal vorbei, was die so zu erzählen haben. Seit zum ersten Mal im Sumpf von Satori. Hier immer neblig, ganzes Jahr durch. Und nachts sehr gefährlich. Besser ist nur tagsüber reisen. Lehrreiche Anekdote, voll gut zuhören. Wäre letztens fast von Detox-Unkor gefressen worden. Will sowas nie mehr erleben. Bitte, wenn ihr seht, schnell kaputt hauen. Okay, zwei Detox-Unkor, gerne noch. Gut hören, viel Spaß, viel Erfolg, viel Glück. Mach doch gerne, und für dich mein Bokoko. Schrecklich, oh, schrecklich. Freundin wurde entführt. Wenn niemand hilft, werden Dexen sie auffressen. Das hört sich nicht gut an. Nein, gar nicht gut. Kasha ist Forscherin, weiß alles über Legenden von ihr. Dexen voll, wird sicher an Informationen ankommen. Kasha wird wahrscheinlich nicht sofort gegessen, trotzdem Angst. Das hört sich nicht gut an. Aber was könnten die Dexen denn herausfinden wollen? Wahrscheinlich diese Sache mit... Ach, Bokoko, weiß nicht genau. Das macht uns nichts. Erklär es uns später. Zuerst müssen wir Kasha retten. Sie haben Kasha in Feste der Verbannung gebracht. Werdet ihr Kasha retten? Natürlich. Die Feste der Verbannung. Hört sich ja gut an. So, vielen Dank. Feste vorne angreifen ist gefährlich. Besser durch Hintertür reingehen. Ihr müsst Schlüssel zur Hintertür finden. Gut, ich kümmere mich darum. Ja, wir machen das schon. Ach, egal, wir stimmen einfach von vornherein, ist so wurscht. Stört doch keinen. So, warum bist du jetzt hier noch... Ach so. Ach so, hat der Sonic Quest für uns? Oh. Das war ein Dicklichteulen. Ja, super. Die Dicklichteulen waren da hinten. Egal, die machen wir jetzt noch da kaputt. Vielleicht sind die ja schon wieder nachgespawnt. Ha, da oben hocken sie. Das war diese merkwürdige Szene, wo die Katzen kamen, mitten im Kampf. Das war sehr gut. Dicklichteulen. Butsche, butsche, butsche. Da kommt die kleine, süße, dicke Eule. So. Greif nicht mehr hier an. Greif. Ja, komm, 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 komm. Na, um eine Sekunde hätte ich's. Okay, ich bin einfach zu langsam für das Spiel. So. Vielleicht, wenn wir irgendwo Upgrades haben, dann hält es auch ein bisschen länger, das Umwerfen. Vielleicht kriegen wir es dann nochmal hin. So. Komm schon. Komm schon. Ja. Regeneration. Nee, du machst keine Regeneration. Du. Oh. Ganz ehrlich, Leute. Meine. Wenn ich den auf den Boden haue, dann liegt er genau 3 Sekunden am Boden. Wenn ich hier schlafe, dann dauert es 10-mal so lang. Vielleicht kommt es mir mal 10-mal so lang vor, aber es ist 10-mal so lang. So, wir töten kurz die 3 Eulen. Dicke Eule Nummer 2. Bitte, 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 bitte. Dicke Eule Nummer 2, komm runter. Komm runter, dicke, dicke Eule. Oh, süß. Mit deinen wunderschönen 4 Flügeln siehst du ja so putzig aus. So. Aber sie. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Weglaufen, weglaufen, weglaufen. Da wolltest du irgendwas Mieses machen, aber diesmal nicht. Diesmal mache ich dich nämlich fertig. So. Mach sie kaputt. Okay, jetzt fehlt uns aber eine Eule. Verdammt. Eule, Eule. Eule. Dann machen wir das anders. Wir sind ja schlau. Wir tun jetzt einfach die Zeit einstellen und ich werde das Spawn dann nach. So, drehen wir mal bis 7 Uhr in der Früh. So, haben wir schön. Oh, sind keine nachgespawnt. Okay. Vielleicht irgendwann anders, wenn wir mal Lust und Zeit haben. Eher nicht. Eher nicht. Aber vielleicht finden wir ja noch irgendwie ein paar Eulen oder so. Schauen wir uns jetzt erstmal nach den anderen Sachen hier. Und mir gab es ja noch mehr Zeug. Hast du noch eine Quest für uns?
ich drück da mich einfach jetzt mal durch. Das sind eh gerade nur Such- und Töte-Quests. Nebelrogel. Aha. Was ist ein Nebelrogel? Sind das die blauen Schwabern hier? Säuretauscher. Da. Nee, das ist Water Nebula. Das ist eine Attacke von der lieben netten... Ah, warte, das mal. Von der lieben netten, Julia aus Fairy Tail. Fällt mir noch gerade so auf. So, oh, da... Ist das ein Unkraut? Das ist... Ne, das ist ein Stein. Aber der Unkraut sieht ja auch so aus wie ein fetter Stein. So, jetzt. Zack. 3000 Abzug. Ach, Leute, das ist so geil, wenn man das upgradet hat. Den Rückschlag. Da ist ein Unkraut. Das ist aber jetzt sicher ein Unkraut. Da bin ich mir jetzt so fast 5% sicher. Ich werde, das ist wieder ein neuer Stein. So, machen wir nochmal. Einfach so. Und das war's dann von der dicken Eule. Juhu! Aber keine Erfahrung aus für die Quest. Ich hasse Quests, wo es keine Erfahrung gibt. Das ist dumm. Ich will kein Geld. So, da ist ein Detox am Chor. Level 24, gar nicht mehr schlecht. Ha, 5000 Leben und der hat immer noch so viel. Das finde ich gar nicht geil. Schau in die andere Richtung. Komm, 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 komm. Was ist denn das? Irgendwas. Warum? Schala. Greifst du die Dinge an? Die greifen eigentlich automatisch an. Das warst du. Schala? 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 Ich brauch definitiv noch einen zweiten Move irgendwie, wie ich die Gegner umhauen kann. Ich habe immer noch einen und der muss ich immer aufladen. Schala. Warum greifst du die Dinge an? Da kommen ja immer mehr. Ach nee. Ach nee, jetzt habe ich die falsche Stadt gemacht. Aber das soll ihn töten. Komm, töte ihn. So. Schala, Schala, Schala. Mädel, auf dich muss man echt aufpassen. Ich muss sie schon echt immer spielen, sonst klappt es bei ihr nicht. So, wir hauen jetzt mal Monado-Move draus. Bam! Sieht aber den Viecher. Ich mag die Viecher einfach nicht, weil sie einfach so wenig Schaden durch alles bekommen. Das ist richtig nervig. So. Schau ich das an. Tück, tück, tück. Alles wenig Schaden. Das ist so blöd. Haben wir nochmal sie. Oh, ich schlaf doch jetzt nie. Ich kann ihn jetzt so viel kauen. Ah, es war eigentlich mal am Boden gelegen, einer von den dummen Viechern. Und dann. Aber egal. Wir können zwar einfach fliehen, aber nee, das mache ich jetzt auch nicht. Ich besiege jetzt die blöden Viecher. So. Ich meine jetzt erstmal. Schild. Und dann helfen wir. So, einfach mal. Einmal mal aus Spaß einer Freude machen wir schon, weil ich glaube, brauchen tun wir uns nicht. Aber egal. Zick. Oh, ich hasse diese Viecher. Ich hasse diese verdammten Viecher, Mann. Schala, warum hast du die verdammten Viecher angelockt? Ich habe jetzt irgendwann hinten gehauen. Und ich glaube, der war auch nicht von der Seite. Schala, 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 Schala. So, jetzt ist endlich mal einer in Obacht. So, jetzt können wir in der Zeit doch ihn sicher töten, oder? Ne, er steht schon wieder. Oh, der steht schon wieder auf. So, schau nicht mich an. Und Schala, du schaust schon wieder heilen. Ich spiel gleich wieder Schala, sonst wird es einfach nichts mit dem Heilen. Boah, ey Leute, der Kampf zieht sich ja länger als hier der letzte Bossfight. Ganz ehrlich, der letzte Bossfight hat nicht annähernd so lange gedauert wie der Kack hier. So, muntern wir mal wieder die Leute auf. Keine Ahnung, was bringt, aber egal. Erstmal machen wir jetzt wieder einen Schmetterschlag. Es zieht halt so wenig alles ab. Und ich will nicht die ganze... Alter, was war denn das für eine Attacke? Schlaf und... Ich glaube, Gift. Irgendwas Depressives zumindest. So, aufmuntern. So, jetzt hat sie mal was Gutes gemacht. Ja, und da kommen jetzt noch ein paar Viecher. Ja, klar. Kommen wir uns erstmal um den kleinen Kram. So, der Täuscher sollte ich nämlich hier locker besiegen können. Oh, und ich hab falschen Gehalt. Kann sein, dass er erstmal stirbt, aber egal. Twisial kurz mal wiederbeleben. Zack. Zack. Zack, einfach jetzt jeden Move hier raushauen, ist doch wurscht. So, komm, draufhauen. So. Mir ist das jetzt wurscht, Leute. Ich weiß, ich hätte hier schon lange fliegen können. Und ich habe auch nichts davon, dass ich diesen Kampf mache. Aber nie. Es ist eine prinzipielle Frage.
Hier geht's gut, Rain. Ja, Rain. Alles super. So, jetzt greifen wir erstmal das Ding an. So, alle auf einen. Und dann töten wir den kurz, okay? Kannst du dich mal bitte woanders hindrehen, du verdammtes Täuschervieh hier? Greif doch irgendjemand an, nur eine Sekunde. Oh, ich hasse es. Bitte dreh dich doch eine verdammte Sekunde mal weg von mir. Dann halt nicht, dann töte ich dich halt so, wenn es hier Spaß macht, du blödes Viech. Wollte dir halt einen Ehrenhaften noch. Oh, warum greifst du mich jetzt auch an? So, es geht mir nur darum, dass ich die von hinten immer angreifen muss. Sonst wäre es mir ja wurscht, wenn sie mich angreifen. So. Ah, was machen wir denn schön? Machen wir Impuls, machen wir Schmetterschlag. Zauberung. Ach, machen wir Impuls. Auf Rain. Warum nicht? Hast du den verdient? So, dann muntern wir nochmal auf. Alles wird gut, kleiner Rain. Alles wird gut. So, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Bitte, bitte, knock ihn aus, bitte. Du knockst ihn doch jetzt aus, gell? Zack, haha. Immerhin für 2 Sekunden ist er jetzt am Boden gewesen. Das ist immerhin etwas. Entschuldigung, habe ich verschluckt. Leute, mir dauert der Kampf echt zu lange. Bei was sind wir schon? Ach, wir sind schon wieder bei 11 Minuten. Und wie weit sind wir gekommen, Leute? Wir haben im Noppenlager angefangen. Und sind immer noch hier beim Noppenlager. Wir sind sogar zurückgegangen. Ach, schon traurig, Leute. So, einfach draufhauen. Entschuldigt die kleine Unterbrechung. Ich musste noch ein wenig hier aushusten. Und ich hoffe, ich denke daran, das rauszuschreiben. Wenn nicht, dann tut es mir leid dafür, dass ihr meinen Husten mit anhören wollt. So, geht schon wieder weiter. Voll locker und entspannt gegen diese dummen Nebula-Viecher. Aber ganz ehrlich, diese Schlafattacke, die sie mal machen, die sieht voll badass aus. Aber der ganze Bildschirm ist so lila. Schon ganz geil. So. Jetzt haust du ihn um. Jetzt haust du ihn um. Jetzt haust du ihn um. Okay, warte. Warte. Entschuldigung. Jetzt haust du ihn. Warum ist das immun? Die andere Attacke trifft er auch. So. Zack. Ach, komm. Nicht ja depressiv sein. Alles wird gut. So, jetzt machen wir einen Lufthieb. Warum widerstanden? So, komm, ich will einmal noch auf den Boden hauen. So. Warum widerstanden? Der, manchmal widersteht er, manchmal widersteht er nicht. So, Schlaf hat er mich... was sagst du? Hä? Ist besiegt? Oh. Ja, cool. Freue ich mich. So, ist wunderbar. Hä, ist das Viech jetzt besiegt? Ich hatte nämlich nicht so das Gefühl, dass ich es besiegt habe. Naja. So. 11 Minuten und wir haben einen Gegner besiegt. Eine Gegnergruppe. Richtig geil. Oh, diese verdammten blauen, wabelnden Viecher hier. So, ich würde jetzt noch gerne einen Unkor finden. Wäre ganz cool. Ah, Unkor? Unkor, 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 Unkor. Und wehe. Schade, du lockst da wieder tausende Milliarden von Gegnern. So, geh nicht auf mich. Okay, du gehst nicht auf mich. Schau mal in die andere Richtung, der viel coolere Gegner. So. Nein. Hallo, und der andere richtige, viel coolere Gegner. Schau doch, oh, die sind doch viel leckerer als ich. So. So. Die kann man nicht umhauen, oder? Oh, solche Gegner mag ich nicht. Aber egal, kriegen wir auch so down. Body. Das war der Bauchplatsche hier. So, Body Slam hier. Bam. Ich könnte der Schale hochhelfen, aber ist es das wert? Ach, schau, ich stehe schon alleine wieder auf. So. Ganz umsonst hier gesorgt. Okay, und... warum hast du dich jetzt umgedreht? Aber egal, wir haben es geschafft. Ha, 2 Missionen erledigt, ist das nicht schön? Und dafür nur eine Viertelstunde des Part verschwendet. Egal! So, locker flockig hüpfen wir nämlich jetzt weiter. Da ist irgendwo eine... Ein bisschen Erz. Ganz versteckt irgendwo. Hä, wo ist denn das? Im Berg oder... auf dem Berg? Irgendwie sowas. Ah, Elektroader, okay. Nehmen wir uns mal hier das Zeug. Und irgendwann, wenn wir mal wieder in der Stadt sind, können wir das auch, glaube ich, verwerten. So. Säure-Tuschada, Säure-Tuschada. Noch so eine blöde Eule. Keine Ahnung. Ich gehe jetzt erstmal weiter, Leute. So. Die Eule hat mich gesehen. Hilfe, die Eule kommt. Hilfe. Müsste ich jetzt echt mit mir anlegen, Eule. Okay. Oh, Level 24. Die Gegner holen auf. Finde ich gar nicht gut. So.
Nicht die ganze Zeit Schlaf. Warum macht jeder Gegner eigentlich gerade Schlaf? Jetzt habe ich der Schala geholfen und dafür habe ich jetzt mal einen Moment hier verkackt, hier, Ding, auf, hier, in Ohnmacht zu hauen. Mir mal mich selbst nie wieder Schala helfen. So, und jetzt mich einmal zum Schlafen bringst, Leute. Nein, machst du nicht. Machst du nicht. Du machst gar nichts mehr, nämlich. Bam. Okay. So, alles super. Gut. Alles ist locker. Was ist da denn jetzt schon wieder? Ein Satori. Wolf. Ha! Nicht Wolf, sondern Wolf. Komm, 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 komm schon. Die Attacke dauert immer 5 Jahre, bis sie aufhört. Das ist echt schlimm. Wieder mal er immer so ausholt. So, da gibt es ein Harmoniegespräch. Das kann ich eh nicht machen. Bin ich harmonisch genug? So. Aber wir versuchen es immer wieder gern mal hier. Obwohl, ich glaube, das ist da oben. Da komme ich eh nicht hin. Gut, dann machen wir halt kein Harmoniegespräch. Aber dafür haben wir einen Satori. Voll. Ach Leute, ich liebe schlechte Namensgebung. Ah, so, komm. Dankeschön. Zack und zack und zack. Schaut euch mal an, wie schnell man die Gegner down bekommen kann, wenn man das richtig hier anstellt. 2-3 Sekündchen und da sind die Gegner platt. Gut, zählt Dania Wasserfall. Sehr gut. So, müssen wir in den Wasserfall rein? Nee, oder? Aber der Pfeil zeigt da gerade echt drauf. Was bist du? Ah, du bist noch so ein blöder Wolf. Du hüpfst mich dann wieder an. Warte. Ach, wir können auch hier lang. Ich ignoriere dich jetzt mal, Wolf, hier, okay? Gar keine Lust zu kämpfen. Oder Eule oder was auch immer. Oh, lass mich doch alle in Ruhe. Kämpferdechse. Die greifen mich auch klein. Alter, das kann ich hier verfolgen mich über die ganze Map. Was ist denn da los? So, die Dechsen möchte ich hier mal bekämpfen. Was sind das? Das sind so Schlangenkämpfer, okay? Sehen nicht freundlich aus. So, da machen wir sie eben. Und da machen wir sie eben freundlich. Wir zaubern ihnen ein Lächeln aufs Gesicht. Ach, schon wieder zu spät. Aber egal. Eine Dex ist down. Und die zweite Dex ist auch nicht down. Jo, sind nicht so stark. Wir sind auch wirklich gerade auf einem guten Level. Also, kann man schon nichts dagegen sagen. So, 20 Minuten. Ich will in dem Part schon noch durch den dummen Sumpf kommen. Das kann ja nicht so schwer sein. Ein 1000 Meter. Aber wir haben es echt nicht durchgeschafft, ey. Nein, was heißt hier? Wir haben es nicht. Wenn wir so weitermachen, werden wir es nicht. Aber doch, wir werden es. Wir kriegen das hin, Leute. So, wahrscheinlich ist hier diese Festung, von der hier gesprochen worden ist. Wo wir das eine Mädel da retten sollen. Wurscht. Nicht jetzt, nicht heute, vielleicht irgendwann anders. So, die Frage ist, gehe ich hier den richtigen Weg? Ich glaube, ich muss da hoch. Ich frage schon, wo komme ich denn hin? Das ist ja gerade nicht so... Ah doch, okay, da und dann geht es hier immer weiter. Okay, alles super. Und da kommen schon wieder die Dexen hier. So, und da ist eine Duell-Dexe. Und eine Attack-Dexe, Leute. Monado aktivieren. So, kannst du ruhig draufhauen, gell? Ich verbiet's dir nicht. So, 1000 Schaden. 1300, ey. Man macht schon echt viel Schaden hier. Und der Schulky Boy. Am Anfang haben wir so 10 Schaden gemacht. Und jetzt hier immer so locker fast 2000 Schaden. Wenn man es richtig anstellt, machen wir sogar mehr als 2000 Schaden. So. So, eine Kämpferdex Level 25. Oh, das wird stark. Ihr sollt gefälligst wieder ein paar Level runtergehen, okay? Wäre doch kein Problem für euch. So. Zack, 3000 Schaden. Ich liebe den Rückenschlag. Der ist so super effektiv einfach. So. Vielleicht schaffen wir es an denen vorbeizulaufen. Und wo will das Spiel das? Wo will das Spiel wirklich, dass ich hin will? Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt einfach mal über der Nase nach. Bist du ein Gegner? Ah, du bist ein Stein. Ich habe bei jedem großen Objekt in diesem Spiel Angst, dass es irgendwo so ein Special-Gegner ist. Apropos Special-Gegner. Eine Gehölz-Eul. Hä? Aber ich muss da durch? Bitte sind es keine Gegner, die einen angreifen. Oh nein. Okay, wenn mich einer von den Gegnern anschaut, bin ich tot. Ja, aber ich muss da durch! Bitte nicht! Die sind immer so Gegner, oder?
Okay, hier sind aber wieder normale Gegner. Ich hasse das, Mann. Dass da immer so zwischen normalen Gegner auf einmal so Super Gegner reingeworfen sind. Und die dann immer gleich... Ja, und hier geht's ja weiter. Aber ich muss dadurch... Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich glaube, das liegt daran, dass Nacht ist, oder? Das könnte echt sein. Wartet mal. Ich teste mal was. Wir werden jetzt einfach mal die Zeit wieder vorspielen. Und vielleicht sind ja dann wieder dann normale Gegner. Ich hoffe drauf. Tot, tot, instant death. Alter, und schaut euch mal an, wie kackschnell das Viech noch ist. Ha, ich habe einen Schlag überlebt. Ich bin so gut, ich bin so gut, ich bin so gut. Es bringt mir auch nicht so viel. Einfach nicht nach hinten schauen. Nicht nach hinten schauen. Das Viech, das Viech verfolgt mich nicht mehr. Ey, Leute, ein Hieb, fast instant down. Mhm, fair. Soll ich mich mit den Viechern anlegen? Ich glaube nicht. So. Hey, das ist ja auch... Also mich nervt das immer noch ein bisschen mit diesen Special-Gegnern. Die können ja irgendwie in so einer Gegend sein, die ich von weit sehen kann, aber nicht immer direkt vor meiner Nase. Nebelruggel. This lamp. It has a very strange glow. It's a remnant of the High Entia. They've hidden themselves away in the upper reaches now. But at one time, they controlled this whole area. Good for them. It's the perfect place to get some shut-eye. The lamp will keep the monsters away. We'll be safe if we rest here. The breeze feels so good. It's so peaceful. You know, Shulk, I hope every day can be like this, always. You will pay for what you've done! You will know the pain and suffering you caused the Emperor and Fiora! Do you wish to change it? The future? Has it been that long? Dixon. 14 years since I found you on that mountain. Seems like yesterday. I owe it all to you. If you hadn't found me that day, I wouldn't be here now discovering the world. Forgive me, Shulk. Sorry I couldn't save your folks. Don't be. Now I think about it, that was when I found the Monado as well. This might be crazy talk, but maybe you and the Monado are part of some higher plan. I don't remember much at all. But I know that my mum and dad left me it. The Monado was their final gift to me. At least, that's how I used to think of it. That's why I want to discover its true power and help defeat the Mekon. But so far, I've just been creating piles of Mekon scrap. So you don't just want to study it in a lab after all? This sword... There must be some way. Finally decided to join us, Shulk. Sorry, guys. Didn't sleep a wink. Right then. Time to move on. How far now? We'll be there soon enough. The High Entia ruins are just ahead. Okay. Dann reisen wir weiter.
Eigentlich eine ganz schöne Vorstellung, Leute. Auch, also hier, was hier Schulk über das Monado denkt. Hier, ein Geschenk von seinen Eltern. Ja, was das Monado ist und für was es gut ist, das wissen wir immer noch nicht, Leute. Ich hoffe, wir werden das mal hier im Laufe des Spiels dann noch erfahren. Aber genau wissen wir, was es ist, wer das... Wir können uns nicht mal vorstellen, was es ist. Das ist halt wirklich das. Eine Waffe mit... Die einzige Waffe, wohlgemerkt, mit der man die Mekkons aufhalten kann. Was könnte das bloß sein, Leute? Naja. Was es auch immer ist, Leute, wir werden das schon noch herausfinden. Vielleicht nicht jetzt, vielleicht nicht morgen, aber bald. Aber heute definitiv nicht mehr, denn wir müssen nun leider einen kleinen Cut machen. Beim nächsten Mal werden wir hier dann entgegen der Strömung weiterlaufen. Ich hoffe, ich bin hier überhaupt richtig. Ich befürchte es nämlich nicht. Schauen wir mal dann, ob wir hier diese Tempelruinen dann erreichen. So, aber davor holen wir es noch hier. Das Wasser jetzt. Ha, und wenn ich mal wieder runter will, wisst ihr, was ich dann einfach mache? Ha! Einfach runtersliden. Nein, Leute, ich würde sagen, wir machen nun einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht es dann hier weiter mit Xenoblade Chronicles. Und dann sehen wir uns wieder und werden hier weitere neue Abenteuer finden, neue Abenteuer erleben und natürlich neue Gefahren finden. Wie auch immer, Leute, wir werden uns beim nächsten Mal hier wiedersehen. Und bis dann verabschiede ich mich. Ich war's, euer DemZimmerFix. Mit nochmal einem schönen Blick auf das, was noch auf uns wartet. Bis zum nächsten Mal dann. Haut rein und auf Wiedersehen.